Los geht's. Hier schon Takedown vom Franzosen Abdel Zanki. Der Frontkick hier. Der Kopf, also der Treffer hat Carlos auf jeden Fall schon mal gehittet. Ja. Ne? Da muss Carlos jetzt auch mal direkt reinfinden. Der Adel ist sehr gut mit den Füßen. Also was bei Katagua sehr... lalalala, da muss Carlos aber aufpassen jetzt hier. Ne? Also dass er jetzt ganz schnell in den Kampf findet. Hier noch ein Takedown von Adel. Ja, also Carlos jetzt hier leicht überrascht, ne? Ja, glaube ich auch. Also der Superman Punch da kam durch. Die Beine kamen durch. Uiuiui. Ich glaube, der Carlos hat sich wieder eingenommen. Gute Low Kicks von Adel. Carlos hier zieht aber immer den Kinn schön hoch. Ne? Ja. Also ich war gegen Nico, habe ich ihn eher kompakter gesehen. Er kickt und rechnet aber schon beim Kick mit einem Punch. Ne? Man muss ja vielleicht den Kick vielleicht ein bisschen versucht er den Gegner noch einzurechnen. Ja, so einzuschätzen. Ne? Einzuschätzen. Na gut, es ist 3x3 Minuten. Ne? Ja, also ist noch anderthalb stabile Beine hat der Franzose. Ja. Ah, er muss aufpassen auf sein Kinn. Yes. Carlos hebt den Kinn immer schön hoch, ne? Okay, er geht natürlich nach hinten, aber... Schöner Backfist hier. Bei Carlos sehr, sehr, sehr gefährlich sind diese Spinning Elbows. Vielleicht kommen die etwas später, aber die wirst du öfters sehen, ne? So lange sollte er auch nicht fahren, weil der Franzose ist schon ab Zack, ne? Carlos scheint sich trotzdem nicht einschüchtern zu lassen. Hier nochmal ein Takedown. Er ist ein bisschen zögerlich, der Carlos. Ja. Er schlägt, zögert aber ein bisschen, ne? Und hier in der ersten Runde der Begegnung 10 noch 10 Sekunden und die Runde geht definitiv an Adel bisher, ne? Okay, also auf beiden Seiten auf jeden Fall schon wirkungsfrei. Treffer auf die Beine, aber ansonsten, also die Runde geht an Adel Zanki. Mit 4 Takedowns, 3-4 Takedowns. Aber schön in den Kampf gefunden, der Franzose, ne? Also sich nicht nicht einschüchtern gelassen, nicht beirren lassen, sofort rein. Matsch. Der Trainer vom Franzosen sagt ihm, er soll ihn kommen lassen. Bisschen langsamer eingehen. Bisschen überrascht gerade von Carlos. Ich habe so das Gefühl, dass da die ersten Schläge ihn ein bisschen aus dem Konzept haben kommen lassen. Ja. Er kämpft normalerweise viel kompakter, besonder. Jetzt gerade so ein bisschen... zu so ein bisschen fragil, teils, ne? So leichtsinnig auch, ne? Ja. Sofort Low Kicks hier von Adel und schöner Frontkick. Aber Carlos. Aber auch trotzdem schöne Reflexe, genau, ne? Genau, ja. Spinning Elbow vom Franzosen und direkt unten drunter geduckt. Das ist alles Bruchteil der Sekunde. Ja, vielleicht jetzt in der zweiten Runde erwacht er, ne? Schöner. Der Franzose hat halt eine sehr straighte Haltung. Genau, ne? Genau. Da könnte man schön Beine ranbringen. Und wieder ein Take. Da musst du aber aufpassen, ne? Nachtreten am Boden. Ich weiß nicht, ob er ihn gehittet hat. Hab's nicht genau gesehen. Ich hab's jetzt nicht genau gesehen, ob das ein Treffer war. Das ging jetzt so schnell.
Aber das sind halt Sachen, musst du aufpassen, ne? Weil das kann schnell mal eine Disqualifikation sein. Nein, der Carlos glaubt. Weiß jetzt war nicht, jetzt nicht, glaube ich, Absicht. Ja, es ist, ist halt auch immer schwer. Wie geht sowas aus, wenn er jetzt nicht mehr weiterkämpft oder da sich 3 Minuten dreht? Das ist halt so eine Sache, ne? Das ist ein verbotener Schlag. Oh ja. Und das ist definitiv eigentlich ein Schlag, der direkt geahndet werden sollte. Also meiner Meinung nach müsste der Schlag direkt geahndet werden. Auch wenn es nicht an die Absicht war, aber das geht halt nicht. Der Adel schlägt dem Carlos die Beine kaputt hier. Ja. Er hat schon die Stellung gewechselt. Also ja, gerade ein bisschen buff, dass er so damit davon kam, der Adel, aber... Auch hier dominiert wieder der Adel. Schöne Ellbogentechnik hier. Auf jeden Fall jetzt ist der Carlos Gas geben. Ja, stabiler. 30 Sekunden. Genau. Aber Carlos jetzt einigermaßen in den Kampf reingefunden. Genau. Ja, es ist halt immer dieses 3-Runden-Ding, ne? 3 Runden sind 3 Runden. Wenn die erste flöten geht, musst du halt die 2 anderen Vollgas geben. Und die Runde halt, kann ich nicht sagen, ne? Weiß nicht. Jetzt geht die 2. Runde auf ein Ende. Er kriegt diese Ellbogen kommen ein bisschen zu weit berechenbar. Genau, ne? Genau. Also er müsste die. Er müsste näher kommen noch, ne? Mit 1-2 ein bisschen arbeiten, ein bisschen Füße und dann müsste das ein Überraschungsangriff sein. Genau. Sie kommen zu lesbar. Und ja, hier der junge Adel auch auf Zack, ne? Ich glaube, der Carlo weiß jetzt, dass es eng wird. Also das hier, meiner Ansicht nach, geht nur noch über ein K.O. Knockout. Zumindest ein Anzählen. Ja. Die Runde hätte Adel zumindest eine Verwarnung bekommen müssen. Ja. So, ich glaube, die Ecke von Adel Zanki redet noch immer fließend Französisch. Sûrement, sûrement. Sûrement. Und der Carlos muss jetzt hier... Der muss jetzt Gas geben, ne? Ja, aber ich glaube, der Franzose ist motivierter als er jetzt, ne? Weil er halt weiß... Hier lasse ich den Carlos jetzt nicht mehr ran. Schöner Sportsgeist hier. Und los geht's in der letzten Runde. Carlos gegen Adel. Er ist halt nicht statisch, ne, der Franzose. Immer schön auf den Beinen rumhüpfen. Schön in Bewegung. Schön parieren. Hat auch sehr gute Beine. Ich habe so das Gefühl, für Carlos müsste das jetzt 5 Runden gehen, ne? Ja. Guck, jetzt kommt's kompakter, jetzt hält er den Kopf straight. Der Warn, genau. Aber jetzt ist die letzte Runde.
keine wirklichen Treffer gerade, aber der Franzose, also der lässt keine Möglichkeit aus. Der klebt aus an hier. Ihm fest. Genau, ne? Der will den Pace hochhalten. Trotzdem scheinen beide noch ganz fit zu sein. Ja, schön gesehen hier, ne? Ja. Ja, jetzt fängt er an, den Gegner ein bisschen zu lesen. Bisschen zu spät, aber... Ja. Ein schöner Ellbogen hier von Carlos. Ui, schöner Flying. Ich glaube, Carlos hat da gewackelt. Trotz Deckung spürt man das. Das läuft hier nicht so, wie Carlos sich das vorgestellt hat, ne? Bin selbst auch ein bisschen verblüfft hier, dass der Franzose das so gut hingekriegt hat. Ja, so einfach ausschauen lässt zum Teil. Wie gesagt, der Carlos ist jetzt nicht niemand, ne? Ja. Schon ein großer Kämpfer. Ulla. Sieht schlecht aus für jetzt Carlos. Hier noch 30 Sekunden, aber ich denke, das ist leider, also das heißt leider, wenn man kennt den Carlos halt, ja, aber es ist halt ein verdienter Sieg für den Adel, ja. Sogar zuzüglich dem Punkteabzug, würde ich mal sagen, wäre das hier trotzdem ein Sieg geworden für Adel. Und die Cardio auch richtig strong bei Adel, ne? Also, Carlos ist schon. Der kennt nur den Vorwärtsgang. Genau. Nonstop am Arbeiten. Und bei Adel hätten das jetzt locker 5 Runden sein können. Der hätte das weiter so durchgezogen. Schöner Kampf von Adel. Danke. Und Carlos hier wahrscheinlich enttäuscht von sich selbst. Ne? Das ist halt, wahrscheinlich auch überrascht. Ne? Ja, es ist halt. Ist halt frustriert. Das ist. Man kann ja nicht immer gewinnen. Ne? Es ist ja das zweite Mal hier beim Adler International Fight Championship und zum zweiten Mal leider verloren. Verloren, ne? Ist irgendwo frustrierend. Aber in Luxemburg sehr viele schöne Burgen zum Besichtigen. Morgen ist auch noch ein Tag. Ein bisschen Werbung machen, ja. Schloss Janden. Größtes Schloss. Festung hier in Luxemburg. Genau. Die Kasematten in der Innenstadt. Genau. Kann man sich auch verehren. Genauso aber auch nach dem Schlag von Adel Zanke hier, ne? Genau. Jo, also würde mich jetzt wundern, wenn ich was anderes sehe als die Hand von Adel. Ne? Also das war schon sehr, sehr klar. Ja, die blaue Ecke. Noch nie gehört, ne? Nee. Ja, gut verdient es. Ja, verdient genau. Sieger hier, ne? Ja. Ist halt nicht 2006, ne? Nee. Diesmal sind es die Franzosen, die den Sieg mit nach Hause nehmen. Yes.